Bist du böse auf mich? Nein. Ich schaue mir nur die alten Fotos an. Das hier hat Opa Tancredi aufgenommen, als ich geboren wurde. Wirklich süß. Was, ist das Schnee? Meine Mutter sagte, dieser Tag war so besonders, dass es extra für mich schneite. Der schönste meiner Geburtstage war, als Papa mit mir zum Eislaufen ging. Er veranlasste, dass die Bahn nur für uns geöffnet wurde. Unglaublich, dass Alberto zu solchen Überraschungen fähig ist. Er hat viele Fehler, über die ich mich oft aufrege. Ich verstehe, wenn du dich darüber sehr viel mehr aufregst. Aber er ist mein Vater und mir fehlen diese Geburtstage. Oh, eine wehmütige Bianca. Okay, ich glaube, das reicht jetzt. Okay. Eins, zwei, drei. Singende Vögel. Keine lästigen Geräusche. Bianca, geh ran! Bianca, geh ran! Mininha, mach schon, geh ran! Ignoriert es einfach. Es ist Quinn. Genau, ignoriere ihn einfach. Wir müssen unsere Unterhaltung beenden. Und das würde ich gerne persönlich machen, Quinn. Lass uns doch gemeinsam frühstücken gehen. Oh, wie süß! Oh. Nein, Maggie, das ist nicht süß. Er will Schluss machen. Das ist doch offensichtlich. Aber wenigstens auf die sanfte Art. Inklusive Frühstück. Schreib, mir geht's nicht gut. Stimmt doch gar nicht. Doch, ich bin krank. Nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Nein. Bianca, du kannst so nicht weitermachen. Euer Optimismus geht mir so auf die Nerven. Du bist doch gar nicht so. Aber ich wäre es gern. Du willst dir also selbst dein Leben ruinieren? Ja, siehst du denn wirklich niemals schwarz? Natürlich tue ich das. Wenn du dich jetzt nämlich nicht zusammenreißt, dann bekommen wir alle eine schlechte Note. Ha, mir doch egal. Mir aber nicht. Ich will keine schlechte Note, Bianca. Das wären dann weniger Punkte für das Praktikum. Ist mir egal. Na, wenn dir alles egal ist, dann rede ich mit Philippe und sag ihm, du hast Angst, dich in ihn zu verlieben. Ach, das wirst du nicht tun. Ach, das ist dir also nicht egal. Bleib bloß weg von Philippe. Dann gib's doch zu. Du tust das alles nur für ihn. Alles klar, dann werde ich mal mit ihm reden. Nein. Okay. Ich muss mich wieder an seine Fehler erinnern, ansonsten... Ansonsten? Ansonsten riskiere ich mich in ihn zu verlieben, aber das ist nur ein Risiko. Und um das zu vermeiden, trägst du diesen Schutzschild aus Schwarz und Negativität? Glaubst du wirklich, du gewinnst diese Schlacht? Natürlich. Ich verliere nie. Schließen wir einen Pakt. Ich helfe dir, dich nicht in Philippe zu verlieben. Und du versprichst mir, keine Fehler mehr von uns in dieses Buch zu schreiben. Einverstanden? Okay. Okay. Einverstanden. Auf Wiedersehen, Fehlerliste. Jetzt suchen wir die anderen. Wir haben nur noch ein paar Stunden, um wunderschöne Saris zu nähen. Ich wollte noch Danke sagen. Kein Problem. Aber ich bin auch immer noch ziemlich sauer auf dich. Du hast so viel Lügen und Gerüchte über mich verbreitet. Zum Glück gibt es Tante Betsy, die schafft es immer, mich zu beruhigen. Du bist zu Recht sauer. Entschuldige, gibst du mir gerade recht? Ja. Ich habe darüber nachgedacht. Du hattest recht, ich habe Angst. Aber wovor? Ich wollte es nicht zugeben, aber mein Traum ist das Singen. Du hast Talent, tu es einfach. Aber mein Vater, er will das nicht. Ich glaube, er wird's verstehen. Nein, er wird's verbieten. Aber er setzt dein Glück aufs Spiel. Du musst aufhören, dich zu verstecken, so wie du Teddy versteckst. Das hast du gewusst? Ich bitte dich, das war nicht schwer. Ich habe ihn schon seit meiner Kindheit. Meine Mama hat ihn mir gegeben. Vielleicht will er auch was von der Welt sehen. Oder er wäre gern ein Popstar. Ich nehme ihn mit auf die Bühne als Maskottchen für die Moodboards. Und ich gebe zu, dass ich gelogen habe. Oh nein, du weißt doch, keine Umarmung. Ich hasse das. Mein Zimmer, wohlriechend, ordentlich, perfekt, genau wie ich. Was für ein Albtraum. Weg mit diesem Zeug. Hier, ihre Sachen kommen alle in diese Ecke. Vielleicht versteht sie dann, dass sie hier nicht erwünscht ist. Endlich. Ach ja, ich war mal so frei. Ich brauche den Platz hier. Das ist deine Seite. Gefällt's dir? Sehr. Aber
Wie soll das funktionieren? Ich hatte ja gesagt, dass kein Platz für dich ist. Ach nein, das ist meine. Die genauso. Und die da auch. Also ist das alles deins? Richtig. Hör zu, ich hab nichts gegen dich, aber ich kann wirklich nicht mit jemand anderem zusammenwohnen. Das habe ich noch nie gemacht. Wohnst du nicht bei deinem Vater? Deswegen. Seit dem Tod meiner Mutter wird zu Hause wenig gesprochen. Verstehe. Das tut mir leid. Was weißt du schon? Du hast eine Mutter, die dir ständig schreibt. Ja, sie hat viel zu sagen. Und zu singen. Von ihr habe ich wohl mein Talent an der Gitarre. Gozi, die Vorzeigefamilie vom Lande. Vater, Mutter, Tochter und Zicklein. Das stimmt nicht. Das Zicklein habe ich, aber den Vater nicht. Er ist nach meiner Geburt abgehauen. Er war Italiener, weißt du? Sie waren beide Musiker. Es liegt also in der Familie. Warum magst du keine Musik? Mein Vater sagt, Musik ist was für Versager. Oh. Da kann ich ihm auch nicht widersprechen. Hey, was soll denn das? Ich entsorge alles Hässliche, also alles. Wir müssen doch nicht denselben Modegeschmack haben. Ich weiß, aber ich hasse den Boho-Schick. Nein. Also, gehst du wieder zurück nach Hause? Es blendet ganz schön hier drin, was? Sei still, Jacques. Ich versuche hier drin nicht aufzufallen. Das wird schwierig. Das Milky Way hat ja noch nie zuvor eine so süße Bedienung gehabt. Danke. Aber ich will mich in dem Zustand echt nicht zeigen. Ich schäme mich so. Aber warum das denn? Es ist doch nichts Schlimmes dabei, eine Bedienung zu sein. Ganz im Gegenteil. Guck doch mal, ein Berg voll mit schmutzigem Geschirr zum Spülen und es gibt nicht mal eine Spülmaschine. Onkel Max braucht noch eine Weile, bis er zurück ist und ich war doch gerade erst bei der Maniküre. Dann kündige doch einfach. Deine Goldhändchen sind nämlich nicht zum Spülen geschaffen. Du bist der Einzige, der mich versteht, Philippe. Aber ich werde den Job hier nicht aufgeben. Also, bis bald, Maniküre. Ich war noch gar nicht fertig. Willst du nicht hinterher? Ich kann nicht. Onkel Max ist noch nicht zurückgekommen. Meine Nägel sehen einfach immer schrecklicher aus. Und diese Sonnenbrille ist nicht groß genug, um mich dahinter zu verstecken. Das war's dann wohl. Ich habe die Lösung für deine Probleme. Wenn du schon nicht mehr leugnen kannst, dass du kellnerst, kannst du dich wenigstens etwas besser vor neugierigen Blicken verstecken. Dieser Hut ist gerade echt angesagt unter den Popstars. Ach, der ist wirklich perfekt und nebenbei auch ziemlich stylisch. Freut mich, dass er dir gefällt und dass er dir weiterhilft, wenn ich gerade nicht bei dir bin. Danke, Philippe. Du bist der Beste. Und ganz viel Glück bei dem Konzert. Okay. Vielleicht bin ich unsicher. Hilf mir bitte, mein Selbstvertrauen zu stärken. Ich flehe dich an. Ich mache auch alles, was du willst. Okay, als erstes schnappst du dir all deine Sachen. Diese schrecklichen Shirts, deine Indie-Rock-Sammlung und wirfst alles weg. Ausgeschlossen. Maggie, es ist ganz simpel. Du willst mehr Selbstvertrauen haben, dann darfst du einfach nicht du selbst sein. Aber ich... Nichts aber. Entweder tanzt du nach meiner Pfeife oder feierst dein Laufstegdebüt vor der Klasse. Okay, okay. Du hast gewonnen. Vielleicht hat Bianca recht. Um meine Unsicherheit zu besiegen, muss ich Portland hinter mir lassen. Hashtag Maggie 2.0. Ich hab dich gewarnt. Fass sie ja nicht an. Das ist eine Schaufensterpuppe. Das ist Tante Betsy. Du hast mir versprochen, dass du alles machst, was ich dir sage. Okay. Wirfst du Tante Betsy weg? Werf ich Teddy weg? Finger weg vom Teddy. Okay. In diesem Fall kann ich auch ein Auge zudrücken. Vorerst. Mal sehen. Das ist fast alles. Fehlt nur noch die hier. Lass los, das ist meine Gitarre. Zu, bei deiner Puppe habe ich schon nachgegeben, aber mit dieser bunten Gitarre läufst du nicht rum. Mit der starren dich garantiert alle an. Nein, ich habe dir nur diese Aufkleber draufgeklebt, um mir ein fröhliches Aussehen zu verleihen. Daran liegt es auch. Ich lass dich nicht mit ihr rumlaufen. Die gehört mir, lass los. Du hast mich um Hilfe gebeten. Entweder machst du jetzt, was ich dir sage, oder das war's. Keine Gnade fürs Gaga sein. Danke! Papa! Gut, um 18.30 Uhr geht klar. Ja, bis später. Bitte, Papa, ich will nicht hier bleiben. Unsere Familie ist seit Generationen in der Modebranche. Das Studium ist wichtig. Du wirst sehen, es wird dir gefallen. Was weißt du schon, was mir wirklich gefällt? Du willst mir ja nie zuhören. Entschuldige mich. Ja? Hallo? Papa, ich bitte dich.
von mir. Doofe Allergie. Okay, Papa, ich bleibe unter einer Bedingung. Entweder ich oder Miss Gaga. Adieu für immer, Miss Gaga. Du warst genial. Danke, das weiß ich. Ich wollte dir nur sagen, ich weiß nicht, ob ich jemals die richtigen Worte finden kann. Die richtigen Worte? Du? Das ist unmöglich. Komm mit. Wo sind denn jetzt auch mit? Gausi! Das kann nur Liebe sein. Dich immer in deinem Versteck aufhalten, verstanden? Verstanden. Denn wenn der Direktor Dolores entdeckt, kriegt Ninja ziemliche Probleme. Ich liebe mein Leben. Nicht. Ich singe nicht, weil das was für Versager ist und das Leben ruiniert. Das sagt mein Vater. Weil er auf diesen sinnlosen, kindischen Traum verzichtet hat, werde ich das auch. Under the spotlight, that's where I wanna be. Everybody get up, come on, move your feet. We're on top of the world, higher and higher. And we're ready to kick, just make some noise now.